Heute machen wir unser eigenes Glas. Für die Wissenschaft natürlich. Warnung: Das folgende Video dient nur zu Demonstrationszwecken. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung des Versuches. Erfahrene Gaming-Experten wissen, für Glas muss man einfach nur 8 Sand und ein Stück Kohle in den Ofen packen. Und heraus kommt Glas. Aber das stimmt nicht ganz. Fangen wir mal beim Sand selbst an. Eigentlich sind wir ja nur am Siliziumdioxid interessiert, aber Sand besteht aus so viel mehr als nur diesem Stoff. Deshalb ist es wichtig, dass wir Quarzsand wählen, denn da ist der Siliziumdioxidgehalt wesentlich höher als bei anderen Sorten. Sprich, für die Glasherstellung ist nicht jeder Sand geeignet und das ist auch der perfekte Satz für das Video von Simplicissimus, welches dann auch in der Endcard verlinkt sein wird, also bleibt bis zum Ende dran. Aber nur Sand ist es auch nicht, was wir brauchen, aber das kann ich euch am besten zeigen, denn hier wurde jetzt nur Sand erhitzt und wir schauen jetzt einfach mal, was herauskommen wird. Aber Fakt ist auf jeden Fall schon mal, dass man hier wesentlich höhere Temperaturen braucht, als mit einem normalen Brenner möglich ist. Mit diesem Standardding kommen wir hier nicht weit, denn um den Schmelzpunkt von Quarz, also 1713 Grad Celsius, zu erreichen, ist schon eher der Autogen-Schweißbrenner notwendig. Die bis zu 3100 Grad Celsius sind zwar nur auf einen kleinen Punkt konzentriert, aber für eine Demonstration reicht es. Ach ja, und wie ihr hier schon sehen konntet, wird das Ganze auch verdammt hell, weshalb man unbedingt eine Schweißerschutzbrille tragen sollte. Und was hier jetzt vom Sand übrig geblieben ist, erinnert eher an einen Quarzkristall. Siliziumdioxid halt, aber die Frage ist halt dann immer noch offen, kriegen wir das jetzt auch durchsichtig hin? Wir beantworten die Frage, indem wir es mal wie in der Industrie machen. Dort wird nämlich hauptsächlich mit folgenden Zusätzen gearbeitet: Soda und Kalk, beziehungsweise Natriumcarbonat und Calciumcarbonat. Das Natriumcarbonat dient hier unter anderem als Natriumoxidträger und Flussmittel. 854 Grad Celsius sind sein Schmelzpunkt und so ist es ihm möglich, die Sandkörner zu umschließen und so die Wärme besser zu übertragen. Denn die Sandkörner selbst haben nur eine geringe Kontaktfläche, weshalb da die Wärmeübertragung etwas gehindert ist und die Luft, die ansonsten diese umschließen würde, ich denke, ich muss damit gar nicht erst anfangen. Und sobald die 1600 Grad in der Flüssigkeit erreicht sind, zersetzt sich diese in Natriumoxid und CO2. Das Gas löst sich einfach aus dem Glas und das Natriumoxid ist nun Bestandteil von diesem. Und wie man dann schon vermuten kann, soll der Kalk Calciumoxid in die Masse hinzufügen. Dieses hätte nämlich mit einem Schmelzpunkt von 2580 Grad Celsius einen viel zu hohen. Der von Kalk liegt nur bei 825. Und es setzt ebenfalls CO2 frei. Das Calciumoxid ist jetzt jedenfalls Bestandteil unseres Glases, damit dessen Härte erhöht wird. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, schauen wir nach, ob es jetzt auch durchsichtig ist. Es ist zwar nicht perfekt und man kann an den Blasen sehen, dass ich das Ganze noch wesentlich länger hätte erhitzen müssen, damit das Ganze CO2 entweichen kann, aber es ist definitiv durchsichtig. Und das war das Ergebnis von 70 Gewichtsprozent Sand und jeweils 15 der Carbonate. Daumen hoch und teilt das Video, wenn ihr davon ebenfalls so fasziniert seid wie ich, denn wir haben hier unser erstes eigenes Glas gemacht. Das wird definitiv an meine Patreon-Supporter verlost und um zu demonstrieren, was mit anderem Sand passieren würde, den hier habe ich von der Costa Brava in Spanien mitgenommen. Hat für mich auf jeden Fall einen hohen emotionalen Wert, denn an diesem Ort habe ich als Kind immer Urlaub gemacht und wir schauen jetzt einfach mal, was passieren wird. Was wir jetzt jedenfalls wissen ist, dass verschiedene Zusätze die Qualität des Glases ebenfalls beeinflussen. Also was wird wohl Rost machen? Ich würde nicht so blöd fragen, wenn hier irgendwas Cooles passieren würde. Also unser geliebtes Eisenoxid wird das Glas grün färben. Und das tut es auch jetzt schon in normalem Glas in Form von kleinsten Verunreinigungen. Ihr wurdet mit diesem Effekt sogar schon mal in meinem Welche Farbe hat ein Spiegel-Video konfrontiert. Da waren es tatsächlich Verunreinigungen im Glasteil, welche für die Färbung gesorgt haben. Einzeln betrachtet waren die Glasscheiben ja durchsichtig, aber würde man unendlich viele davon übereinander legen, was der simulierte Effekt in einem Infinity Mirror ist, dann sieht man das irgendwann. Aber wir können auch die Farbe unseres Glases beeinflussen, indem wir einfach diese Verunreinigungen erhöhen. Rost rein, schmelzen und das ist das Ergebnis. Das Glas ist tatsächlich grün geworden, was verdammt cool aussah. Und da hier auch noch etwas restliches Kupferoxid rumlag, zeige ich euch doch einfach mal, dass das Kupferoxid, das ich zu Hause bei mir rumliegen hatte, das Glas rubinrot färbt.
Und Uranglas wurde, wie man in meinem Radioaktivitätsvideo sehen kann, giftgrün mit fluoreszierenden Effekten. Und jetzt fordere ich euch heraus, mir noch in die Kommentare zu schreiben, was ihr so noch über die Glasfärbung wisst. Und auch natürlich über die Glasherstellung selbst. Ich bin mal auf eure Klugscheißer-Kommentare gespannt und warum die Beschaffung von Sand ein blutiges Geschäft sein kann, wird im jetzt oben verlinkten Video von Simplicissimus erklärt, in welchem ich ebenfalls mitgewirkt habe. Das ist jetzt oben verlinkt und falls du das Video von letzter Woche verpasst haben solltest, das ist unten verlinkt und wenn du gar nichts mehr verpassen willst, abonniere nicht nur den Kanal, sondern aktiviere die Glocke.